Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Monstrum. Ja, ich will es nochmal versuchen. Letztes Mal ist ja, ja, ich habe mich da ein bisschen erschrocken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Vieh so nah war. Ich habe auch echt nicht drauf geachtet, dass es da nach rechts rausgeht. Ich meine, WTF? Wirklich, also, das ist das erste Mal, dass ich mich seit langem mal wieder in diesem Spiel wirklich erschreckt habe. In Klammern, weil ja so viel Zeit zwischen den anderen Aufnahmen stand, deswegen, also von daher, spielt's ja auch nicht so oft, ne? So tausende Zettel, die man eh nicht lesen kann. Oder will. Kann man das nicht auf Deutsch übersetzen? Klar, ich könnte das jetzt versuchen zu übersetzen, aber so gut ist mein Englisch auch wieder nicht. Was? Noise banging? Door? Any noise ba by banging? I don't want to make any noise by banging the door. Ich möchte keine Geräusche machen bei Schlagen gegen den Tür oder so, keine Ahnung. Ist das richtig? I don't know. Notes, was ist das nochmal? Where I am? Ja, das fragt er sich jedes Mal, wenn man das versucht. Ups, scheiße. Hä, es geht mit der Escape trotzdem weg. Wieso? Wie viel gibt's eigentlich von denen? 18. Oh ja, ich spiele das echt nicht gerade oft, ne? Alter. Da fehlt noch ganz schön viel. Wie kann man das jetzt so irgendwie wegmachen? Geht das irgendwie? Warte mal. Ach, scheiße, komm, Escape hier weg mit dem. Dann war das vielleicht T? Oh, Mann, bin ich gut. Ich hab's jetzt das kapiert. Okay, alles klar. Ach, schneit hier übrigens bei uns. Das ist echt schön. Da freue ich mich. Vielleicht gibt's ja mal Weihnachten mit Schnee wieder. Das wäre das erste Mal seit einer ganzen Ewigkeit, also. Halt die Fresse. Würde ich mich da echt freuen. Auch wenn man dann sehr schnell auf die Fresse fliegt. Ich kenne da noch so eine Szene, da bin ich sehr schnell um die Ecke gerast und dann habe ich erstmal den Boden geknutscht. Das war echt interessant. War aber auch witzig, also von daher ist alles okay. So, ich hoffe, wir haben jetzt mal was anderes wieder, weil gefühlt habe ich das schwebende Teil immer, wenn ich aufnehme und sonst immer nur halt was anderes. Diesen großen mit den, wo ich glaube, ich sehe das Monster scheiße, ne? Wo man das große Monster jedenfalls hört, wenn es auf einen zurennt. Ich habe gelernt in der letzten Folge, dass man auch in der Schublade was finden kann. Ah ne, ich weiß schon. Wieso flackert das Licht? Alles klar, das liegt in der Lampe. Ach du Scheiße, ich war ganz vergessen, Mann. Halt die Fresse. Oh, wow. Alter, wie laut das war. Nur wegen so ein bisschen Duct Tape abreißen, direkt. Wow, noch eine Taschenlampe, die brauche ich. Ey, das sieht. Was ist das denn da vorne? Sieht ja nicht so aus, als würde da wirklich Licht durchkommen durch diese schmutzige. Ach, keine Ahnung. Aber gut. Brauchen eh keine Taschenlampe. Die habe ich nur in der Hand, weil ich keinen Volllöscher habe. Klar, wir haben das Ding zugeklebt, aber wieso bewegt sich das nicht mehr? Was? Oh, fuck off. Ja, genau, wir haben schon wieder diesen kleinen Spacken am Arsch. Ey, WTF, ey, will mich der Schwer nicht flanken? Was ist denn das? Immer muss ich vor diesem Kackding. Oh. Nice. Immer muss ich vor diesem Kackding flüchten. Ja, das ist echt unglaublich. Ich hab da irgendwie. Habe ich irgendwie einen Fehler im Spiel, dass ich immer dieses Vieh am Arsch habe? Wieso ist die Tür auf? Zettel.
ist nichts drin. Kann ich immer. Haben wir irgendwas Tolles? Okay, bitte jetzt die Ohren zu halten, das Scheißding ist richtig laut. So now I'm just waiting on Chekhov getting here before we can start making our way back up the ship. Oh yeah, before I forget, he said one of the boss's containers exploded. Like completely burst open. Can imagine him speaking to the captain just like all, Captain, the whistle is in danger or something like that. Oh, that's him. I gotta go. Ich glaube, es ist echt eine scheiß dumme Idee, diese Kackdinger anzuhören, weil man hört einfach nicht mehr, wo das Monster ist. Ich würde mal ganz schön behaupten. Oh, halt die Fresse, als ob du mich sehen könntest hier hinter der Ecke, Mann. Ich würde mal ganz schön behaupten, dass es wichtig ist, das Monster zu hören. Wo ist denn das Kackding? Ach, da. Hey, Kollege. Hä? Was? Wie kommt denn da rein? Vor allem, als ob der Typ so fett ist, dass er da nicht durchpasst. Ich meine jetzt mal im Ernst. Oh, Nachschub. Wir haben bis jetzt noch nichts wirklich gefunden, ne? Das regt mich ein bisschen auf gerade. In der letzten Folge wurden wir zugeschissen mit Fuses und so, ne? Und jetzt sieht das Spiel so, nö, du kriegst nichts. Hast du dir nicht verdient. Gut, und jetzt, genau jetzt bekomme ich was, wenn ich das sage. Ich glaube, ich sollte öfters sowas sagen. So, ich bekomme ja eh nichts, ich werde eh nie flüchten. Ey, Alter, nimm den Zettel. So, ist nichts Besonderes, nur ein Zettel halt. Hat da irgendjemand vergessen wahrscheinlich. Ich meine... Sag mal, schwebt der Kasten in der Luft? Hier ein Rucksack für Sachen, die ich eh nicht finde. Cool. Und sonst ist hier nichts. Was soll ich mit dem scheiß Leuchtstab? So gut dunkel ist das Spiel nicht. Oder. Also ich. Oh. Also ich habe ehrlich mal dieses Spiel auf ganz dunkel gestellt, wo ich mal kurz vorm Aufnehmen war, ne? Und dann war das so stockdunkel. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich konnte das Menü nicht mehr auf. Ich das war wirklich schwarz. Das Bild, als wäre mein PC aus. Als wäre hier einfach. Pff. Hab nichts gesehen. Das Spiel komplett dunkel. Dann musste ich erstmal tüfteln und das wieder hinkriegen, bevor ich dann spielen konnte. Deswegen, soll ich da lieber aufpassen? Wahrscheinlich denke ich mir irgendwann in ein paar Jahren so wieder, oh, lass mal Monstrum so spielen, richtig dunkel. Da mache ich das auf ganz dunkel und denke ich mir so, ach ja, stimmt, da war ja was. Ja, so wird es sein. So wird es auf jeden Fall sein. Kann das Ding mal weggehen? Bitte. Dankeschön. Guck mal, ein Update von diesem Spiel, das wäre cool. Multiplayer. Confirmed, bitte. Sofort, zack, zack. Ich hätte mich auch da unten verstecken können. Ich glaube, es wäre schnell gewesen. Wo ist denn das Scheißding? Ich gehe nicht so lange auf, bis es flackert aufhören, ey. Elbe flackert auf, bis das Flackern aufgehört hat. So. Lalalalalala. Wir könnten. Ach, scheiße, ich habe ja doch das. Ich könnte ja eigentlich. Nee, aber nee, das Schlauchboot braucht kein Benzin, ne? Würde mich wundern, wenn. Warte mal. Ich könnte entweder jetzt mit dem Heli anfahren oder. Wo ich sagen muss, ich glaube, ich werde hier da sterben. Dieses Spiel muss man immer negativ sein, damit man auch. Überlebt. Obwohl ich glaube, positiv zu sein. Alter, ist das laut. Ach du Scheiße, das hat da jeder gehört, ja. Okay, jeder. Mit jeder meine ich ihn. Das Ding ist, ich weiß auch nie, wo das Vieh sein kann, Mann, ey.
Mann, ich möchte stampfenden Typ haben, ey. Diese Leuchte, ey. Steve kann ich ihn auch nennen, weil er so fett ist und so trampelt, das meine ich. Obwohl, das ist ja schon ein bisschen komisch, wie so die eine Seite so trainiert ist und die andere nicht, ne? Der hat auf jeden Fall seine Vorzüge. Ja, macht's lieber mit der rechten Hand. Einmal die Fresse hier, bitte. Danke. Ich sehe schon, komm, ich laufe jetzt noch rum und dann ist das Ding da. Von hier, der Typ trommelt auch so, Mann. Alter, wie viel... Alter. Scheiße, Mann, die Fresse. Wie viel scheiß verdammte Kackdinger von denen gibt's eigentlich? Oh, scheiße. Ein Radio. Weißt du, das Ding, was ich absolut nicht gebrauchen kann, ist ein Radio. Weißt du, vielleicht auf dem Fluchtweg, weißt du, da vielleicht ein Radio. Okay, ich nehm's mal mit. Ah ja, trampel noch mehr bitte, ne? Weißt du, auf dem Fluchtweg hat man so ein bisschen Musik, ja. Finde ich ganz sexy. Hallo? Oh, Alter. Okay, scheint leise zu sein. Ist hier irgendetwas, was ich gebrauchen könnte? Oh. Das sehe ich echt gerne. Oh, warte mal. Ich könnte jetzt echt versuchen, mit dem Kackding hier zu flüchten. Alter, ich habe gerade echt übelst Paras, Mann. Hä? Ich habe immer Paras in diesem Spiel. Das ist total zum Kotzen. Okay, schmeiß den Scheiß weg, den brauchen wir nicht mehr. Hm? Ich finde das doof, dass man keine Fuses rausnehmen kann. Das würde ich echt angenehm finden. So quetsche ich mal hier vorbei. Jetzt diese Kackkette da. Ich boah, ich sehe hier überall etwas, ey. Das kam jetzt unerwartet, dass hier Duct Tape liegt. Ich trau mich gar nicht zu rennen. Boah, ich hätte mehr trinken sollen in meinen Hals. Alles voller Staub verklebt. Was? Kürz mich mal! Oh, Alter. Nee, nee, nee. Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Bist du bescheuert, Alter? Selbst wenn ich sie nicht finde. Oh, der ist immer noch. Ja, oh, what the fuck was that? Bitte was? Wieso war das jetzt immer so laut? So, halt. Sich verarschen, da steht er schon wieder. Alter, dieses Spiel, ne? Das will mich echt fingen. Was soll denn das? Geh runter! Okay.
Kette, Kette, Kette. Oh. Nein, Feuerzeug. Kann ich ihn anzünden? Ich meine. Nee, ich bleib lieber beim Vorleuchten. Oh mein Gott. Nee, nee, nee. Lass mal bitte. Wieso ist die Tür auf? Zur Sicherheit. Ah, ich meine, hey. Oh nein, nicht schon wieder. Nein. Als ob. Er ist schlau. Er weiß, wo ich hin will. Lass mich doch einfach in Ruhe, du kleines, mieses Stück Scheiße. Oh, war das knapp. Lauf! Nein, nicht da lang. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr. Ich will mich verstecken. Ich habe Angst. Oh. Geh rein, runter. Nein, noch weiter. Sound, ich hab's kapiert, ich werde verfolgt. Lass es bitte, danke. Was für ein Stress. Oh, du mieses Stück Scheiße. Und jetzt ist es weg. Alles klar. Oh, so ein Stück Scheiße, ich. Aber hier wollte ich hin. Ja, passt sich ja, ne? Also. Hat auf jeden Fall alles gut geklappt. Ach, noch ein Rucksack. Ja, ich habe ja echt so viel Stuff. Ich brauche den auch ganz dringend. Also, na okay, wenn man es ehrlich nimmt, brauche ich echt einen Rucksack. Ich meine, ich weiß ja nicht, was ich da finden werde, ne? Wer weiß, vielleicht finde ich den Scheiß, den ich brauche, überhaupt gar nicht. Das ist ja natürlich auch im Rahmen des Möglichen. Hier ist echt nicht wirklich viel in diesem Raum. Hier denn sonst irgendwo noch was? Ach ja, hier geht's ja noch. Ach ja, hier geht's ja noch nach unten, ne? Also ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie was. Genau, das habe ich gesucht. Schnell nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ist da irgendwas? Bin ich sicher? Habe ich es geschafft? Alter, ich dachte gerade, da würde er gerade weggehen, ey. Oh mein Gott, diese. Kein Risiko mehr eingehen. Kein Risiko mehr eingehen. Kein Risiko mehr eingehen. Kein Risiko mehr eingehen. Oh, wo ist die Treppe noch rum? Da! Hoch hier, mach den Scheiß zu. Oh, ja, hau den Scheiß rein. Oh, falsch. Ups. Oh, ja. Feuerzeug. Brauche ich nicht. Da.
ich noch lauter. Ach, kacke, man, noch mehr. Oh. Hm? Nein? Okay. Falsche Richtung. Reach the raft. Oh, ups. Hä? Sorry. Wo geht's raus? Nein! Ich will doch wissen, wo es rausgeht, Mann. Oh mein Gott. Tu mir das sicher. Wo ist die Tür? Mann! Ich bin gerade am zweiten Stock, anders. Oh Gott! Oh mein Gott! Nein! Ich hab's doch fast geschafft, kleiner Wichser. Ich muss nur noch einsteigen. Oh, ich fick deine Mutter und dein ganzes Leben, du Scheißvieh! Ich töte dich! Yay! Also gut, ich habe die Errungenschaft eh schon mal bekommen. Ich habe schon mal geschafft, mit dem Teil zu flüchten, dem Monster, aber ich wollte es einfach jetzt schaffen. Dieses Scheißvieh hat... Wieso? Wieso? Wieso hat es nicht geflackert? Ich hab... Oh, es ist schon 11 Uhr, ich muss schon längst ins Bettchen sein. Nee, das ist unglaublich. Ja, ich muss jetzt schlafen. Ich muss nicht jetzt schlafen. Nee, es ist gerade mal 5 Uhr oder so. Also von daher... Ja, schade, haben wir nicht geschafft. Kacke. Ey, das regt mich jetzt echt übelst auf. Ey, fuck, wieso? Mann, dann kam es... Oh, das ist echt wirklich... Ey, dieses Monster ist so anstrengend, ey. Die anderen beiden sind... Das eine hört man dauerhaft und das andere... Ne, muss man einfach nur durchgehend leise rumgehen, damit es einem nicht hört, ja. Aber das Vieh, das ist einfach unberechenbar. Es taucht einfach irgendwo auf und... Ja, klatscht dich weg. Schon das zweite Mal, dass es um die Ecke kam und mich geklatscht hat. Und ich konnte... Ich hab gedrückt! Ich wollte es mit dem Feuerlöscher leben und dann wegrennen. Aber nee! Das Spiel denkt sich so, fick dich, nö! Du verlierst das jetzt, scheiß Vieh. Ja. In der nächsten Folge werden wir es schaffen. Da bin ich absolut zuversichtlich. Ja. Beim nächsten Mal. Das sage ich zwar sehr oft, aber... Man sollte nie die Hoffnung aufgeben. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.